602. Natürlich! Natürlich! Was willst du denn hier? Natürlich, du musst sofort mitkommen. Damit will Heidi entführen. Und den Berg in die Luft sprengen. So ein Quatsch, ich glaub dir kein Wort. Und dir ist recht nicht. Du, dich glaubst mir, ich schwör's dir. Ich schwör auf... Auf was? Auf den Pakt. Du schwörst auf den Pakt? Jawohl. Auf den Geheimpakt, den alle Zivildienstleistenden einst feierlich geschworen haben. Darauf, dass ein Zivi in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Finger krumm macht. Und? Hast du? Was für Finger krumm gemacht? Alter, beide Knie. Ich bin gerade total unnötig den ganzen Scheißberg hochgeeiert. Alleine, zu Fuß, ohne einen Tropfen Bier, nur um deine Alte zu retten. Okay, das ist ein Finger. Verdammt. Wir kommen zu spät. Besuchen Sie die Romantik Chalets Damp? In einzigartiger Atmosphäre können Sie die fantastische Bergwelt von Ischl... Natürlich, you stupid fool. Du wirst mir sofort den Berg übereignen, sonst werde ich Heidi very langsam umbringen, like eine Fleischfondue, Stückchen für Stückchen. Oh Mann, Josh! Warum bin ich nur so scheiße dämlich? Ich hätte auf dich hören sollen. Ja. Aber jetzt ist alles zu spät. Ja. Ich bin ein Riesenarschloch. Ja. Wieder Freunde? Ja, gut. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Scheiß. Natürlich. Wir müssen noch dein Babe retten. Ja, ja. Und wie? Das ist doch logisch. Mit unserem zuverlässigen Pferdenhund. Du bist doch das Kind der Berge wie ich. Und trotzdem hilfst du diesem schrecklichen Mann. Du willst wissen, warum ich das gemacht habe. Hier. Ich doch nur, weil mich der Großvater ständig auf den Kopf geschlagen hat wie ein... räudiger Hund? Genau. Und dafür... werde ich mich jetzt rächen. Aber Moment mal. Auf dem Plan stand doch, erst den Berg sprengen und dann flüchten. You idiots. Wie können wir erst den Berg sprengen und dann flüchten? Hm? Aber das stand so auf dem Plan. Nee. Da stand, erst flüchten, dann den Öhin führen und dann den Berg töten. Ja, und wann bestechen wir Heidi? I can't believe it. Ein Plan wie ein Uhrwerk. Und nur am Möben, um ihn auszuführen! Entschuldigung, ich glaube, ich bin doch eher entführt worden als bestochen. Shut up! Erst entführen, dann flüchten, dann sprengen! Ja, aber die Bombe tickt doch schon. Damn, she's right! Welcher von euch Idioten hat das getan? Guck, sie haben Spuren hinterlassen. Josef! Sei ein treuer Pferdenhund. Such! Such! Nein, Josef! Sitz! Platz! Stopp! Sorry, Tillis. Normalerweise hört er aufs Wort. Enzia. Los, komm! Halt! Keine Bewegung oder ich schieße! Wen haben wir denn da?
Hast du dich verlaufen, Dicker? Was hast du denn da Leckeres? Darf der Onkel mal probieren? Ja. Super, Josef! Und jetzt gehst du rein und machst die anderen auch noch fertig. Und wenn du ein richtig cooler Kumpel sein willst, ja, dann... Dann eben nicht. Wenn die Bombe explodiert? Ich kann dich immer noch früher töten, Baby. Also natürlich. Come on! Du bist geschlagen. Unterschreib endlich den Vertrag. Sowieso schon? Shut the fuck up! Du killst die beiden jetzt! Na gut. Auf drei, richtig? Ganz ruhig, Eddie. Gleich ist alles vorbei. Das hast du dir so gedacht, you bastard. Verdammt, er hatte mich reingelegt. Was sollte ich jetzt nur tun? Tut mir der Kopf weh. Mir tut der Kopf weh. Heidi! Ich kann wieder total normal sprechen. Sprechen. Oh, Scheiße! Du zwingst mich zum Äußersten. Menno, das gilt nicht. Gilt wohl, Sucker. Und jetzt viel Spaß bei eurem Tod. Ha! Sie heil, meine Freunde. Verdammt, Türlich, hat uns gelingt. Du bist doch der Retter der Berge. Was sollen wir nur tun? Verdammt, verdammt. Ich weiß auch nicht. Ich könnte ja in Ohnmacht fallen. Vielleicht hilft das. Ich hab nicht mein jährliches Winterschlaf heute. Und jetzt, wo wir einen Bären um haben.
Kanadisches Klumpert. Meine eigenen Bomben haben alles besser geschmeckt. Vielen Dank, Großvater. Aber was ist jetzt mit dem Teufel Dump? Natürlich, Josh. Die Arschkrawatte hänge ich mit links an. Oh, tut mir leid, Josh. Du kannst ja gar nicht Skifahren. Aber dafür kann ich das. Ja! Und sein Stuntman sieht viel besser aus als unsere! Was ist denn los? Geben Sie schon auf? Damals, als die Alpen noch nicht aus Plastik waren. Natürlich war wieder normal, naja, zumindest so normal wie vorher. Und ich nutzte unsere neue Berühmtheit dafür, ein paar hart erarbeitete Babes abzugreifen. Nur an eins hatten wir nicht gedacht. Auch die Zeitungen in Deutschland berichteten über unsere Heldentaten. Und so fanden uns ein paar Freunde, die wir so schnell gar nicht wiedersehen wollten. Naja, was soll ich sagen? Einerseits war es ganz schön traurig, dass Zürich seine große und einzige Liebe nie mehr wiedersah. Aber andererseits hätte das doch kein Schwanz mehr ausgehalten, diese zwei Turteltauben. Wir wurden auf jeden Fall auf dem schnellsten Weg in den Ruhrpott zurückgebracht, um dort zur perfekten Tötungsmaschine ausgebildet zu werden. Eigentlich total ungerecht und menschenverachtend, aber es hat auch so seine Vorteile. Na Mädels, alles klar? Wollt ihr mal mein Rohr sehen, ja? Gefreit natürlich, volle Fahrt voraus. Natürlich.